Die Musikschule der Stadt Knittelfeld lud kürzlich zu einem besonderen Konzerterlebnis. Das Argento Junior Orchester der Musikschule veranstaltete gemeinsam mit der Ferenc Farkas Musikschule Eger einen Konzertabend ganz im Zeichen von Beethoven, Vivaldi, Elgar und Morricone. Präsentiert wurde ein buntes Programm von Klassik, Pop über Filmmusik bis hin zu Musical-Melodien. Nach jahrelanger Probenarbeit, eifrigem Zusammenspiel, verbunden mit vielen Auftritten im In- und Ausland, ist ein beachtlicher junger Streicherklangkörper an der Musikschule Knittelfeld entstanden. Das Argento Jugendstreichorchester. Vergangene Woche lud man in den Festsaal der Landschacher Schule nach Knittelfeld zu einem besonderen Konzerterlebnis. Zu Gast war das Jugendstreichorchester der Farkas Ferenc Musikschule aus Ungarn. Gemeinsam gestaltete man einen unterhaltsamen musikalischen Abend. Den ungarischen Gästen hat es in Knittelfeld gut gefallen. Also das ist eine große Freude für mich, dass der Austausch zwischen den zwei Schulen zustande kommen konnte. Und wir kommen aus Ungarn. Natürlich in unserem Programm spielen wir auch Werke von ungarischen Komponisten. Unsere Musikschule trägt den Namen Farkas Ferenc Musikschule und in unserem Programm spielen wir auch einige Stücke von Farkas Ferenc als ein ungarischer Komponist. Die Musikschule Eger blickt auf eine 60-jährige Geschichte zurück. Sie ist eine staatlich geförderte Institution. In két éve játszok zenekarba és az. Also ich spiele schon seit 2 Jahren im Orchester und ich spiele sehr, sehr gerne, weil das klingt sehr gut und mit den anderen zusammenspielen, das macht mir viel Spaß. Junior Orchester Argento finden wir sehr, sehr gut, gefällt uns sehr, sehr gut. Sie waren bei uns im Mai. Für sie haben wir unserer Stadt und unserer Schule mit Freude gezeigt und das Programm neugierig angehört. Dort sind die Kinder schon etwas älter als in unserem Orchester. Sozusagen das Orchester für uns, für unsere Schüler, kann man sagen, Vorbild. Ein buntes Programm von Klassik, Pop über Filmmusik und Musical-Melodien wurden dem Publikum geboten. Ja, also wir sind das Argento Junior Orchester und wir bestehen schon seit fast mehr als 7 Jahren, kann man sagen. Also wirklich schon sehr lang für unsere Leute. Und das Orchester heute zustande gekommen ist dadurch, dass wir letztes Jahr eine Konzertreise nach Ungarn unternommen haben. Haben wir im Gegenzug jetzt mit der ungarischen Musikschule in Eger war das, haben wir jetzt quasi eine Partnerarbeit gemacht und wir haben Deutsch spielen dürfen und jetzt sind die halt bei uns. Was hat dich eigentlich bewogen, bei dem Orchester mitzumachen? Ja, ich bin zur Geige eigentlich gekommen durch meinen Vater, der spielt auch Geige und dadurch bin ich gleich bei der Lore, habe eben Geige gelernt und dann ist halt das Angebot gekommen, ob ich nicht mitspielen möchte im Jugendstreichorchester und habe mir gedacht, gerne. Kann ich mich wo engagieren? Das passt genau. Das Argento Junior Orchester setzt sich aus Musikschülern der Violinklassen von Professor Lore Schrettner und Jakob Wedam und der Cello-Klasse von Heinz Moser zusammen. Die Liebe zur Musik und die Freude am gemeinsamen Musizieren verbindet Menschen. Frau Professor Schrettner, ein rundum gelungener Abend. Wie ist Ihr Resümee? Ja, ich bin eigentlich sehr glücklich und zufrieden, dass alles so gut verlaufen ist. Es war natürlich schon eine ziemliche Organisation und Vorbereitung. Und das Schönste war eben, dass wir die Träume der Jugend erfüllen können, weil für die ungarischen Streicherinnen und Streicher war das ein großes Ziel. Also die haben das im letzten Jahr schon erfahren, dass sie zu uns kommen können und haben dann natürlich daraufhin fleißig geprobt und geübt. Und haben auch aus unserer Heimat einiges kennengelernt. Wir haben heute einen Milchwirtschaftsbetrieb angeschaut und dann waren wir auch am Ring. Und in der Stadt sind sie ein bisschen herumgebummelt, ja, und haben unsere schöne Gegend einmal kennengelernt. Und wie gesagt, dieses Musizieren ist natürlich ein unvergessliches Erlebnis. Das bleibt, also ich kenne es von meiner Jugendzeit. Ich habe als Jugendliche auch solche Erfahrungen gesammelt. Und das hat mich geprägt und mir sehr viel geholfen auf meiner musikalischen Laufbahn.
Wir haben gehört, ihr seid relativ viel unterwegs auf Konzertreisen. Wie wichtig ist denn das für euch? Ja, es ist vor allem wichtig für die Gemeinschaft, weil wir wirklich sehr viel erleben. Wir schweißen uns zusammen, wir sind ein gutes Team. Mittlerweile schon waren, jeder versteht sich mit jedem. Es ist einfach eine große Gruppe und die Gemeinschaft ist wirklich unbezahlbar.